Die Geschichte vom Tierquäler Matthias. Matthias war ein Tunischgut, ein Bursche voller Übermut, ein Raubein grob wie Sandpapier und bös zu jedem guten Tier. Im Tierpark stöhnten Marabu, Gorilla, Hirsch und Känguru. Der Löwe brüllte wie am Spieß, wenn sich Matthias sehen ließ. Der schlimme Junge weckte die Bären auf und neckte das Zebra und erschreckte ein Nashorn sehr, indem es sich von hinten ans Gehege schlich und boshaft das Rhinoceros mit einem Katapult beschoss. Als Adelbert der Elefant, der ziemlich in der Nähe stand, den unerhörten Vorfall sah, was glaubt ihr Kinder, was geschah? Der Adelbert, ganz rot vor Zorn, nahm diesen Bösewicht aufs Korn und packte ihn und zwackte ihn und puffte ihn und knuffte ihn. Matthias hat gar laut geplärrt, lass mich in Ruhe, Adelbert, und zitterte wie Espenlaub. Der Elefant war dafür taub. Er schleuderte mit seinem Zahn hoch in die Luft den Grobian, bis der auf einen Haufen Mist vom Pferdestall gelandet ist. Wie stank Matthias ekelhaft nach Mist und nicht nach Himbeersaft. Sogar die Schlangen kreisten buh, und hielten sich die Nase zu. Allein das Stinktier freute sich. Matthias riecht so gut wie ich.